das. Töte das Vieh doch einfach mal. Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich kann nicht mehr springen mit meiner fetten Rüstung so hoch. Du brichst vor allem voll schnell durch. Hä, ich überlege gerade echt, wo müssen wir denn gerade hin? Ich bin mal ein bisschen verwirrt. Ja, das beeinflusst wow. meinen Springen. Wow. Das Vieh ist gerade echt mit zwei Schlägen tot gewesen. Ich weiß es nicht, eigentlich dürfte es nicht, glaube ich. Waren wir hier schon? Ja. Bist du, warte mal. Waren wir nicht, da unten war noch ein Gegner, der uns noch zu stark war. Soweit ich weiß. Ist halt die Frage, ob er das nicht immer noch ist. Warte. Ist mir hier zu dunkel. Wow. Ja, das ist echt nicht so deutlich beeindruckend, nicht wahr? Andererseits, die Wand müssen wir eigentlich auch nicht sehen. Der? Mhm. Au. Na, den Schirr sollten wir schaffen. Schirr-Aufminium. Aua, ich bin fast tot. Nimm das Item mal. Ich meine das Item. Ich heile uns gerade. Du machst so eine Scheiße und heilst dich. Au. Junge, ich bin noch nicht mal wieder aufgestanden. Er springt einfach über einen rüber, ist natürlich auch praktisch. Ach komm. Chitin eines Rüstungseinsiedlers. Nice. Aber mich wundert echt, dass wir diesen einen NPC nicht getroffen haben. Haben wir irgendwas in der falschen Reihenfolge gemacht? Was für ein NPC? Ach nee, ich nehme an, der taucht nur auf, wenn man nicht alleine ist, weil das ist dann der Söldner, der einem das dann erzählt. Hier ist dann so ein Ritter, der mit einem redet. Au! Achso, wir sollten das Item machen. Sieht irgendwie voll cool aus, aber so richtig wie der Typ aus Skyrim so ein bisschen. Oh nice. Den Alchemisten braucht man, um Waffen umzuwandeln. Ich lass dich mal vorgehen, das ist bestimmt lustiger. Wohin? Rechts oder links? Ich lass dich vorgehen, also entscheidest du, außerdem sollst du dich vielleicht heilen. Warum nicht? Du hast recht. Siehst du, hat genau gepasst. Jetzt bringt die Heilung viel mehr. Überhaupt nicht riskant oder so. Hilfe! Au! Du bist nicht mal verletzt, oder? Oh, das heilt sogar ein bisschen deine Verwundung. Pfeile im... Ja, Dampfe. Schreib da noch so und dann krieg ich sie direkt ab. Aua. Ich muss gerade schnell Gold sammeln. Oh nein, ich eher schon wieder. Au. Ich zieh mal den Hebel. Ey! Doppelkopf, ey. Hey, cool, du kannst dich voll gut besiegen. Ich spring einfach nur von unten hoch. Ich hab grad 105 Schaden mit einem Schlag. Oh, ich kann schon nicht mehr. Ich hab nur noch eine Kartoffel. Ja, jetzt hast du auch die herzhafte Rolle. Hast du meine Dings angenommen? Ich bekomme immer die, wo, je nachdem, bei welchem Schrein wir beten. Ich habe nur einmal meine eigenen bekommen, als wir an so einem Kerzenschrein waren. Da bekommt man so jeweils die eigene. Ach so, aua. Du übersiehst diese Dinger auf dem Boden echt gerne, kann das sein? Ich, keine Ahnung, ich sehe die überhaupt nicht. Ich glaube, der Bildschirm ist zu dunkel eingestellt. Das Spiel soll ja recht dunkel sein. Kettenhaube, jetzt hast du ja noch einen Teil von deiner Rüstung. Ach nee, die hast du ja inzwischen abgelegt. Die Kettenstiefel hatten wir irgendwo anders schon gefunden. Aber das war eine leichtere Rüstung, als die du jetzt hast. Du willst hier die Fährte anbehalten, ne? Weiß ich grad nicht. Muss ich mal schauen. Ich glaube, du dürftest jetzt wahrscheinlich auch irgendwann noch eine Streitaxt. Wieso finden wir da eine Streitaxt? Mal gucken. Hast du noch die Mistgabel ausgerüstet? Nee. Du hast da rechts auch einen Hammer. Du hast große Waffen geskillt eigentlich, ne? Großhammer. Das ist eigentlich eher die Waffe, die du benutzen solltest dann. Ja. Und da ist die Axt, die du gerade gefunden hast. Ne, noch ein rechts. Naja. Ne, es war die gar nicht, oder? Ja, doch, muss sie ja gewesen sein. Probier den Hammer doch mal aus. Jetzt bist du wahrscheinlich... Ne, du bist nicht über der Grenze. Das heißt, du kannst sie wieder benutzen. Show me your big hammer. Ja. What the fuck? Kann ich gleich mit Schild zusammennehmen? Warte, ich hab den Schild schon. Oh, Mann.
Überhaupt nicht überzogen, schlag mal. Hä? Wieso wird der so kurz? Hä? Dann Ausdauer ist einfach mit einem Schlag weg. Hä? Ah, geh nochmal auf Ausrüstung. Ja, guck jetzt. Junge! Das war, weil du eben noch die kleine Axt in der Hand hattest. Wenn du jetzt wechselst, läufst du wieder normal, nehme ich an. Theoretisch ist das natürlich egal. Du kannst dann einfach mit der kleinen Axt rumlaufen und für einen Schlag wechselst du kurz, schlägst zu und wechselst wieder zurück. Dann ist ja egal, ob du läufst oder nicht. Wie kann ich das Schild hier wegmachen? Y. Hm. Das reicht nicht. Mist. Was war gerade dein Vorschlag? Ja, dass du ja eigentlich mit der Axt rumlaufen kannst und wenn du einen fetten Schlag machen willst, wechselst du einfach kurz dahin und haust zu und wechselst wieder zurück. Das ja, brauchst du ja nicht laufen. Es sieht so übertrieben aus, das Ding. Einfach der Kopf vom Hammer, der ist ungefähr wahrscheinlich so schwer wie du. Stoff. Nein, tu mir nicht weh. Sieht aus, als wäre mein Kopf Kartoffelbrei, den du gerade zermatschen willst. Hm. Ich kann auch nie hier anziehen. Ja, jetzt mach hinne. Nach dem Pantoffel. Ach, ja, hier sind wir schon. Wir kommen echt schnell voran. Sind wir bald durch? Nein. Junge! Übertreib halt, ey. Ein Schlag. Du bist aber auch halb tot. Schlag. Ja, und ich habe nur noch eine Heilmöglichkeit. Das ist nicht so. Und soll es jetzt vielleicht hinten bleiben. Der wirft Äxte. Räuberfußlappen. Mal gucken, ob die nicht besser sind als meine hier. Ich kann sie natürlich nicht benutzen. Und es ist schon wieder schwere Rüstung. Ey, irgendwie habe ich das Gefühl, bei leichter Rüstung kriegt man pro Level leichte Rüstung genau eine Rüstung, die man dann mehr tragen kann. Kannst du ja inzwischen wieder heilen? Ne? Kein Problem. Aua, aua. Sicher, dass es kein Problem ist? Oh Gott, das bin ja ich da hinten. Kann er das mal lassen? Du hast ihn pariert übrigens. Ich habe ihn pariert, er hat mich pariert. Hä, nein. Ich konnte ihn gerade finishen. Ich habe aber nicht pariert und gedrückt. Achso, vielleicht hast du seine Ausdauer einfach weggeprügelt mit einem Schlag. Ich wäre auch ein bisschen irritiert, wenn man mir mit einem fetten Hammer ins Gesicht schlägt. Ich nicht. Ja, ich war, glaube ich, tot. Das ist übrigens nur ein optionales Gebiet, also keine Sorge. Hallo? Ich weiß nicht, ob es hier Feinde gibt. Sturmring! Versteckt Inventar oder was irgendwie gut. Es stand schon unwirksam drunter. Oh, hier liegt noch was. Oh. Unten, unten, unten. Okay. Ah. Sack voll Salz und ein Flanschkolben. Ah, den guck ich mir doch nochmal an hier. Hä, das ist der, den du am Anfang schon hattest. Ah. Das ist der, den ich dir gegeben hatte. Und die Flansch. Oh. Guck mal, hier ist mein Eid. Ein Söldner kann Heiligtümer nicht verändern. Ach, scheiße. Hä? Ah, hier waren wir sogar schon. Und Willenskraft könnt ihr auch nochmal hoch machen. Ach, da unten ging es nicht weiter, ich erinnere mich. Finde ich voll geil, dass ich einfach weiterlaufen kann, während du dich noch levelst. Wir hören das mal hier hoch. Ah! Nice. Finger weg von meiner Trübe. Onyx-Eisen. Das ist schon 100% wieder schwere Rüstung. 100%. Die du auch noch nicht benutzen kannst. Hä, wo ist die denn? Ich glaube, die ganz links in der Mitte, oder? Da. Ach so Scheiße. Das sieht mega schwer aus. Zieh an! Ziehen wir sie mal komplett an, gucken wir erstmal, ob die überhaupt besser ist. Nö. In dem Punkt nicht, aber zieh sie trotzdem mal, ich will sie mal sehen. Ja, die ist mega schwer. 59. Ja, du bist bei 70% und du hast noch den fetten Hammer natürlich, ne? Sieht auch ganz cool aus. Es gibt auch wieder, glaube ich, eine Ringe, die maximal Traglast reduziert. Haben wir jetzt schon gefunden?
Ne, ich hab nicht. Ich hatte ihn da. Boah, meine Ausdauer ist echt zu niedrig. Hatte ich echt die Hose und dieses Ding schon ausgezogen? Hä? Hose ausgezogen? Ich hoffe nicht. Ja, aber ich trage diese Narrenpantoffeln statt. Ja, passt doch. Hast du vorhin, glaube ich, gemacht. Ja, dann habe ich ja von der Rüstung eigentlich nur das an. Tja. Und du hast einen fetten Hammer. Oh, das habe ich gerade irgendwie nicht gesehen. Hä, was jetzt? Wo bin ich? Das ist eine gute Frage. Da oben ist ein Item. Geronimo! Oh. Was habe ich gerade aufgesammelt? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Warum gehen wir hier jetzt schon wieder hoch? Das ist einfacher, als unten lang zu gehen. Ja, der war One-Hit. Wir sind alle gerade One-Hit. Ja, es ist bei dem fetten Ding jetzt auch nicht so weiter verwunderlich. Doch. Oh, Pfeile, nice. Ich one-hitte jetzt jeden Boss. Ja, ich glaub nicht. Doch. Ich freue mich schon auf den einen speziellen Boss. Der wird richtig eklig. Verschlösen. Hast du vielleicht einen Schlüssel? Nö, ich kann es einfach offen. Da steht Bronzeschlüssel benutzt. Ja, ich hab's gesehen. Banditengruß. Sie gucken wir uns doch nochmal an. Ey, warum findest du eine Axt und so nach dem anderen? Das ist ja voll unfair. Die ist schlechter. Aber sie wiegt auch weitaus weniger, glaube ich. So viel schlechter ist sie auch gar nicht, ne? So viel weniger wiegt sie eigentlich auch nicht. Wir haben aber alles. Sie wiegt 2 weniger, Mann. Und dafür macht die andere 20 mehr Schaden. Wie lieber mal, wie schnell die angreift. Gut. Ich glaube trotzdem, dass das andere Ding besser ist. Ich will trotzdem immer raus. Wenn ich nicht One-Hit mache, dann wechsel ich. Ach nee, das war falsch. Nein, 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 nein! Da kommst du nicht wieder zurück, wenn du dahin gehst. Wir müssen erst den krassen Sprung schaffen. Spring durch die kleine Lücke und dann nach rechts lenken. Bleib einfach da stehen, du musst nicht mitkommen. Versager! Ich habe auch einen Moment gebraucht, um zu kapieren, wie ich da hochkommen kann. Hallo? Ich hab doch gedrückt. Er macht auch die Bewegung, er ist nicht hochgegangen. Oh, das wird lustig. Und mit lustig meine ich, es wird eine scheiß Arbeit. Was? Ah! Ich hab den gerade gar nicht gesehen, dass er bei mir steht, ey. Die Viecher sind das Problem. Au. Ich hab bis jetzt noch keinmal. Die machen halt einen echt scheiß Schaden, aber ich bin fast tot. Aber ich muss sagen, mit diesen großen Waffen ist es einigermaßen machbar. Der eine lebt noch. Weil mit einem Messer war das echt scheiße. Hier habe ich noch die kleine Axt. Soll ich die mal echt? Wozu? Das macht dir kein zusätzliches Gewicht. Nö, ich kann ja zwischen Hammer und der anderen wechseln. Ich wechsle zwischen einer langsamen Waffe zur anderen langsam. Das macht doch keinen Sinn. Hey, jetzt kann ich, warum kann ich jetzt schon wieder nicht mehr lassen, weil ich den Schild trage? Willst du lieber eine Waffe mit Schild haben? Ich meine, bei einem Boss wäre es vielleicht nicht schlecht. Also eigentlich war es schon ganz praktisch, was du davor hattest. Oh Mann. Guck mal, wenn du da auf den Knopf trittst, solltest du besser da rausgehen. Boah. Ha, du hast mich gerade getötet. Und ich habe ihn umgebracht. Toll. Glückwunsch. Blitzschauer, guck mal, ein Zauber. Aua. Oder stand ich auf dem Knopf? Kann sein, aber ich glaube, wir sind beide ziemlich. Wir wären wahrscheinlich beide drüber gelaufen. Ich weiß es nicht genau. Rette mich. Mal wieder. Ich komme gar nicht wieder zurück. Oh, gut. Ich könnte jetzt ein Horn benutzen, ne? Was für ein Horn? Achso. Ich weiß halt nicht, ob ich da hinschaue, weil das ist nicht einfach.
Vor allem alleine, weil du einfach denkst, so, ich sterb einfach. Dann habe ich das Problem nicht mehr. Ich habe das mit dem Blitz nicht so ganz gefühlt. Einfach schön drin stehen geblieben, kein Problem. Oh Mann, ich muss den hier tot kriegen, sonst habe ich ein Problem. Und zwar möglichst schnell. Puh. Komm schon, stirb! Fuck. Ich meinte nicht mich! Ich muss bedenken, dass ich mir nach drei Schlägen keine Ausdauer mehr habe. Ich wollte ausweichen, aber ich konnte nicht mehr. Verdammt, das zieht Gold ab. Das heißt, es ist mir eigentlich gerade egal. Ich will nicht Auferstehung lernen. Dann passiert uns so eine Scheiße nicht mehr so oft.